Hallo Freunde, schöne Grüße vom Goch Histamin mit Street Art Festival. Ich darf hier auch malen, es sind schon einige gute Pieces am Start, ihr seht es im Hintergrund. Gleich noch ein bisschen mehr und dann seht ihr auch meine Wall. Bis dann. Hier haben wir ein fettes Mural von Ombre und Chase Love Letters. Sehr, sehr gelungen. So, ich bin jetzt hier an der Rampe. Hier sind schon einige coole Pieces zu sehen im Rahmen des Goch History Meets Street Art Festival. Der sieht ja wohl mega geil aus, oder? CMYK Dots auch am Start. Sollte ich ein paar Künstler vergessen haben, seht es mir bitte nach und tragt sie doch einfach unten in die Kommentare ein. Swalt, auf jeden Fall einer meiner Favorites. So, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite der Brücke. Ich bin hier auf der Rampe. Mal gucken, ob ich die Jungs von Tubuco treffe. Die malen dann nämlich auch. Und ich sehe, das Gerüst steht noch. Also mal abchecken, was da so geht. Bis gleich. Die Arbeiten sind noch im vollen Gange und das ist eine massiv große Wand. Jetzt bin ich an der Hauling Goch angekommen, wo auch einige sehr, sehr coole Sachen entstanden sind. Wer in Goch noch ein paar coole Crew-Pieces sehen will, sollte auf jeden Fall mal zu der Autobahnbrücke an der Knappheide gehen. Das Albumcover von Nico Suave und zwei weitere Porträts auf einem Drei-Generationen-Haus sind von mir an der Kita entstanden. Zu diesen drei Walls und deren Hintergrund werde ich natürlich auch in Kürze noch ein Making-of online stellen, sodass ihr dazu noch ein bisschen mehr erfahrt.